Aber mein Mana ist trotzdem quasi alle. Wenn jetzt noch ein größerer Gegner kommt, bin ich... Und dann sehe ich ein paar. Es geht los. Bin ich ziemlich gearscht dann doch wieder. Kommt noch ein zweiter, was? Ich habe ihn nicht gesehen. Oh Mist. Boah, der ist jetzt quasi fällig. Oh. Wo ist deine Lebensanzeige? So, beide erwischt. Sehr schön. Den finalen Schlag. Sehr, sehr, sehr gut. Komm mit, ich hatte eine Falle für dich vorbereitet. Kommst du? Ja, kommt. Oh, nicht immer rollen, Mann. Mach nur kleine, ganz, ganz kleine Kurskorrekturen hier. Nicht da lang rollen. Darüber. Komm du zu mir lieber. Ich hab da was. Ey. Hat ihn gar nicht geschadet gerade. Toll. Kommt er da durch? Tatsache. Ey, ich blockiere das Metallrohr einfach. Klar, warum auch nicht? Zack. Zack. Sehr schön, Kaya. Puh. Es läuft mit ihr auf jeden Fall. Die macht tatsächlich deutlich spürbar was. Da bin ich total begeistert. Ich mag meine neue Kameradin. Da lohnt es sich auch tatsächlich bald den Gruppenskill anzupeilen nochmal ein zweites Mal. Ach, runter muss ich nicht hoch, verdammt. Oh. Da ist irgendwas drin, glaube ich. Oder ist es da unten? Da habe ich einen roten Punkt. Jetzt muss ich wieder hoch. Ach, da! Jetzt muss ich die Wand durchgehen. Ach, da muss ich auch noch hin. Na, toll. Genau da, wo ich hin muss. Ist hier oben was zum Schlafen, zufälligerweise? Sieht bald so aus, als wenn es möglich wäre. Das ist fast zum Schlafen. Ich müsste nur die Knochen wegnehmen. Schnapsdolle sammeln? Rucksack kann ich nicht aufnehmen. Verschlossen ist mir egal. Ah. Ich hätte gerade dieses Dingsystem, aber nichts. Kommt ja nicht mehr. Nein, hier ist nichts zum Schlafen. Na toll. Ups. Wenn ich keinen Fernkampf kann, wäre es ja hier leicht gemacht, ne? Auch ohne Mana. Oh, er kann Fernkampf, verdammt. Meine Kaya kann es aber auch. Oh! Da sind zu viele rote Punkte auf einem auf der Karte. Das sind alles die gleichen Gegner? Kann nicht sein. Kommen die alle her auf einmal? Ach du Kacke. Das ist ja keine schöne Aussicht. Du machst das schon. Wo sind die denn alle, die Gegner? Bin mal mutig, schicke hier runter. Hier muss ich rein. Aha. Was das früher wohl mal war? Eine Anlage für Anlagenforschung. Oh, 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 oh. Was für Reflexe ich habe. Gib's eben dem abgerichteten Schakal. Klingt so, als wenn jemand wäre, der die kontrolliert. Weg damit. Kommt doch schon der nächste. Ausweichen, ich bin fast tot. Oh, hast du ihn gekillt? Ach Mensch, Kaya. Du bist ein Schatz. Zack. Ich mag meine Kaya. Die hat etwas drauf. Das kommt nicht nur von der Magie, die sie hat. Was viel geiler als der komische Bogen von einem gewissen Duras ist. Tja, Mensch. Aber das komische Kabelding ist abgehauen, oder was? Ich finde hier keine Leiche und... Es greift mich aber auch nicht an.
Notfallprotokoll. Weil hier müsste doch eigentlich eine Leiche sein für das Kabelding. Oh Mann, ein Schlafsack. Geil. Der Mensch. Da was zum Auffrischen gefunden. Sehr gut. Oh, gruselig. Ja, ich bin aufgestanden, obwohl ich. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, Schlafsäcke werden auch heute noch gebaut. Hier ist echt kein Kabelding. Komisch. Gut, das wohl hin ist. Und da ist es! Nein, doch nicht. Ich habe eine neue Eruptionsspur eines Put. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Habe ich jetzt gerade ausgelöst aus Versehen? Habe ich sie angesprochen oder was war hier los? Okay. Zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann, folge mir. Sie mag mich. Haha. Kein Respekt mehr, sie mag mich. Es geht doch noch weiter. Ach, immer einfach so, zack und weg. Na, zum Glück habe ich es gerade noch aufgesammelt hier vorher. Einfach so bei der jetzigen Mission unterbrochen. Ich dachte, ich kann mich jetzt freiwillig hin teleportieren nochmal. Es muss anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach. Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Ach, ich habe keine Schuhe an sich gerade zum ersten Mal. Ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen. Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar. Das schon, aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Mist. Also halt mir die Viecher vom Hals. Das höre ich aber nicht gerne, sowas. Ich verlasse mich auf dich, okay? Aha. Verlass dich nicht zu sehr. Zum Glück habe ich gerade vorhin noch geschlafen. Guck mal da. Zack, zack, zack. Wo sind wir jetzt genau auf der Karte? Ah ja. Hier war ich schon das eine oder andere Mal in der Gegend. Gehen wir da lang? Dem Weg nach. Okay, dann. Die Spur wird klarer. Schön. Irgendwo da oben muss es sein. Oben? Oh, verdammt. Mist. Oh Mann, greif doch mal an hier. Nicht die Ratte, sondern ich soll angreifen, ne? Oh, ein Gegner schon zu viel Schaden genommen. Verdammt. Oh, ein Teleporter. Ach, Mensch. Tja. Da war ich schon ein paar Mal. Hier ist der Teleporter dafür. Super gut. Oh. Hätte ich das vorher gewusst. Ich meine, das hätte jetzt auch nicht so viel gebracht, aber... mitten am Wegesrand. Unglaublich. Gehen wir da rauf oder da weiter? Mädel, wo bleibst du? Ich hab nicht ewig Zeit, weißt du? Ich. Wow, es wird lauter. Wow. Da oben muss etwas ziemlich Großes sein. Ja, ich höre es auch schon. Vorsichtig. Wo so viel Elex ist, sind auch meist ziemlich große Viecher. Mhm, warum sagst du das denn? Ich hab doch alleine so wenig Chancen. Ist vielleicht die Zeit für den Geisterwolf gleich. Wobei ich über dessen Schadensoutput immer nicht so ganz klar bin. Du brauchst echt zu lange, weißt du? Geht so nicht. La 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 la. Lass mich raten, wir müssen hier hoch. Ich gehe schon mal vor und säubere ein wenig, ja? Wenn es recht ist. Hoffe ich jedenfalls, dass ich säubere und nicht gesäubert werde. Volkskraut. Heilpflanze. Ich kann einen Gegner sehen. Zwei Gegner sehen. Au, ja klar. Ja, natürlich. Oh, warte, ich kann gar nicht gerade. Autsch. Oh, ich kann jetzt auswählen hier oben, das ist so nervig. Nein, ich wollte... Er läuft wieder zu den Typen, die er anfokussiert, statt wegzulaufen, was ich gerade machen wollte, um Trank zu trinken. Der Kampffokus kann tatsächlich nervig sein, aber auch wenn schon lange am Anfang mir empfohlen wurde, ihn vielleicht auszustellen, ich traue mir nicht zu, ohne ihn zu kämpfen. Nicht bei diesem Spiel, wo ich sowieso schon auch trotz Fokus so selten treffe, weil es einfach so kacke programmiert ist. Aber gut, für die brauche ich doch ein Flammendingens. Ich dachte, es geht wunderbar auch ohne.
Aber nein, die beiden wollen mehr Aufmerksamkeit, als das Schwert ihnen bieten kann. Oh, was zum? Vertreib gleich nicht so, ja? Mich von... Ach, verdammt, voll daneben geschossen. Wie viel Schaden ich mache? Ach man, was ist denn hier mit dem Ziel gerade los? Ich kann doch nicht zielen. Wie viel Schaden der Feuerball macht, und das Schwert so wenig Schaden dagegen. Immer wieder doll. So. Aber noch gar nicht getroffen, was? Na Kaya, wie geht's dir so? Bist auch schon da. Das war knapp, der wollte mich treffen, der Typ. So, zwei tote Viecher. Könnte schon alles gewesen sein, weil oben ist gleich der Punkt. Aber bestimmt ist noch einer hier irgendwie. Nein, das war's tatsächlich. Gut. Dann ist es ja in Ordnung. Oh, bevor du alles kaputt machst und verunreinigst, ne? Boys noch ab. Und Schlafsack ist hier auch noch. Herrlich. Alles durchgeplant. Ah, da liegt hier viel Zeug rum. Von diesen Adern gibt es echt einige in der Welt, die ich schon gesehen habe. Wenn ich aufgrund der Nebenquest hier zu allen hingehen muss. Unter unseren Füßen muss ich eine gigantische Elex-Ader. Das sehe ich auch so. Ich mache mich am besten gleich an die Arbeit. Bestimmt will sie auch künftig noch zweimal Mana haben von mir, nicht nur einmal, um das auszugleichen. Wenn die Adern so groß werden. Und dafür, dass es nicht mal so viele geben soll davon, finden wir aber ziemlich schnell und ziemlich mannigfaltig und auch in großer Konzentration. Das ist auch merkwürdig, ne? Aber irgendwer hat hier bereits kräftig Elixit geschürft, offensichtlich. Hat sich hier ein Lager eingerichtet und so weiter. Auch mal sehr komisch. Verdammt. Es ist kaum auszuhalten. Du schaffst das schon. Hat es funktioniert? Nein. Mehr als das. Es legt mir fast alle Sinne lahm. Ich kann kaum noch atmen. Was hast du gehört? Das Elex-Vorkommen hier ist besonders aggressiv. Spürst du das denn gar nicht? Nö. Wow. Dann musst du einen irrsinnig starken Willen haben. Oder doof sein. Jeder, der sich hier längere Zeit aufhält, muss schlichtweg wahnsinnig werden. Fast ein Wunder, dass die Alps diesen Ort noch nicht erschlossen haben. Hm. Ganz kurz mal eben. Ich will mal eben nur die Quest checken. Mit der Menschlichkeit, was da genau steht. Kaya empfindet ein gewisses Taubheitsgefühl nach ihrer Mutation in der Nähe eines natürlichen Elex-Vorkommens. Wenn sie sich nicht sehr bald pures Mana bekommt, besteht die Gefahr, dass ihre Persönlichkeit sich verändert. Okay. Sehr bald steht da auch noch drin. Wegen der Ja? Da. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ah. Ich meine, ich könnte sie auch, wie gesagt, dann anders machen lassen, aber wer weiß, wie sie dann wird, das muss ja nicht sein. Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Ja, somit bist du der perfekte Kandidat für ein hohes Amt bei ihnen. Hm. Hey. Schon gut, wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten, wenn du nicht willst. Ich denke, du weißt das auch so, was du zu leisten imstande bist. Oder warst. Viel interessanter ist es, was du mit deiner Willenskraft in Zukunft anstellen wirst. Für diejenigen, die es nicht so glücklich getroffen hat und zu Mutanten degeneriert sind, kommt jedenfalls jede Hilfe zu spät. Okay, also ist es tatsächlich das Gleiche, wenn man Mutant ist, oder ein Alp nur eben mit Willenskraft? Aha. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Es wäre eine ziemlich gefährliche Gegend, in die ich dich schleifen würde. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Nicht schlecht. Okay. Haben wir das auch erstmal abgearbeitet und können es wieder der Hauptquest widmen, die wir gerade angefangen haben. Oh, guck mal. Ach doch nicht. Ich wollte sagen, es ist die Alter so eingeklappt, aber nee, waren immer noch alle ausgefahren. Nein. Die Hauptquest kann ich erstmal, wenn ich stärker bin. Ich hätte diesen komischen Typen ja nicht kalt da hinten. Ah, voll nervig. Big Bang. Bla 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 bla. Wo muss ich denn dafür hin? Okay. Komme ich von da aus wahrscheinlich einigermaßen gut hin. Ist es verbunden miteinander hier das Ganze? Gucken wir uns das mal an. Diese ganzen Bauwerke sind so instabil. Besser wir halten die Augen auf, bevor wir unter einem Stahlträger begraben werden.
Gute Idee. Ist das der Weg? Nee, ne? Das ist der nach da, genau. Als müsste ich da oben rauf. Und da komme ich auch rauf.